Dieses Jahr, 2020, ist das Prix Meret Oppenheim an dem Baubüro Institut Barbara Buser und Eric Honegger verleiht worden. Die haben Ende der 90er Jahre ihr Büro gegründet in Basel und arbeiten weiterhin dort. Ihre Arbeit zeichnet sich aus, indem sie eigentlich sich vor allem auf den Bestand konzentrieren. Das heißt, eine Reaktivierung des Obsoleten, aber auch eine Wiederverwendung von was da ist. Das machen sie auf ganz verschiedene Ebenen und auf ganz verschiedene Maßstäbe. Das bezieht sich auf riesen urbane Areale, aber auch auf kleine bestehende Bauten. Und sie probieren ja immer eigentlich mit dem Bauherr oder mit den Stakeholders eigentlich das mit den minimalsten Mitteln, das Maximale herauszuholen. Und das ist natürlich in 2020, wenn man ressourcenschonend, ökologisch, nachhaltig arbeiten will, das ist natürlich ein sehr wichtiger Ansatz, den wir als Kunstkommission wirklich dieses Jahr ehren wollten. Es ist eigentlich nicht nur einen ökologischen und nachhaltigen Ansatz, sondern auch einen humanistischen, weil sie eigentlich immer den Nutzen und vor allem der Mensch ins Zentrum setzen. Barbara Buser und Eric Honegger in ihrem Baubüro Institut helfen uns wirklich die Augen zu öffnen und wirklich die Architektur, die heutzutage absolut ressourcenschonend sein muss und alles unterbringen muss, um ökologisch und nachhaltig zu sein. Und sie machen das auf eine Selbstverständlichkeit seit langem, ohne je gezweifelt zu haben. Sie nehmen Risiko ein, sie nehmen auch viel Unsicherheit ein und das ist ein sehr beeindruckendes Resultat. Sie sagen ja selber, sie sind ja gar nicht wirklich Architekten, sie machen gar nicht so viel Architektur. Aber eigentlich finde ich, sie zeigen uns, dass eigentlich alles ist Architektur. Genauso wie Hans Hollein das in den 60er Jahren schon gesagt hat.